Und weiter geht's in Edge of Space. Der muss noch weg. Ich habe ein bisschen offline tatsächlich, also ohne Video gespielt. Nicht viel. Aber jegliches Ressourcenfarm und die sinnlose Suche nach weiterem Aluminium. Müsst ihr nicht alle mitmachen. Hab sogar ein bisschen Aluminium gefunden. Man will es nicht glauben. Ich habe jetzt insgesamt 8. Also immer noch viel zu wenig für egal was. Aber zumindest ein bisschen mehr ist es jetzt. So, was ich aber eigentlich machen wollte, ist bauen. Denn wie ihr seht, habe ich jetzt ein bisschen Platz und ich habe eine Menge Steine. Und, Moment. Entschuldigung. Damit will ich hier jetzt eine schöne kleine Steinfestung oder so erstellen. Aber erst muss das Grundzeug weg. So geht das ja nicht. So. Darunter kommt wieder matt. Und dieses Grünzeug weg. Zack. Na, machen wir es direkt als eine Erhöhung. Sehr schön. 1, 2, 3 für den Eingang. Ein Zuhause. Wir machen die Tür wieder auf. 2, 3. Und wir haben ja jetzt Türen. Eigentlich könnte ich sogar eine richtige Tür einsetzen. Was? Ach, jetzt komme ich da unten tatsächlich nicht dran und kann keinen Matt setzen. Das ist aber cool, uncool. Ja. Tatsache. Nur weil da was drüber ist. So, jetzt setze ich die 3 Matt. Und dann kommen sofort wieder Pflanzen. Ich kenne das doch. Als die Polizei erlaubt. So. Loch abdichten. Und wunderbar. Ich wollte die Maschine versetzen, weil wenn ich hier so drauf gehe, dann kommt auch dieser Pfeil, dann kommt auch dieses Ding, aber man kann den Hauptblah nicht versetzen. Und ich habe gelernt, wie man einfacher schießt. Kein Dauerfeuer, sondern Einzelschuss. Verbessert mein Treffen ungemein. So. Ich möchte das Zeug... man sieht hier, wenn ich Tab drücke, wechselt es auf Blau. Blau bedeutet Hintergrund und Rot bedeutet Vordergrund. So, Blau. Ein fettes Steingebäude mit Steinwänden. Boden, überall wo Stein geht, kommt Stein hin. Ohne Fenster. Onkel will ein Zuhause. Sehr schön. Jetzt riecht es noch 2 Fackeln. 1, 2. Und meine Werkbank wird wieder aufgestellt. Oh, ist denn hier ein schönen Rand. Zack. Das Menü und jetzt lernen wir noch schnell das ganze Zeug, was ich eingesammelt habe. Nix, nix, nix. Ha, schade. Dann das hier. Auch nichts. Auch nichts. Ha. Ich mache bestimmt irgendwas falsch. Aber ich habe ja eh noch mal ein paar von. Ja, ich habe ordentlich Gegner gehabt beim Farmen. Bringt alles nichts. Hier, Waffen. Power Data, okay. Dann nicht. Tools. Komm, die Mega-Spitzhacke. Nee, irgendwie nicht. Ich habe auch nichts Cooleres noch in der Tasche, oder? Was ich benutzen kann. Mein Laserpick. Das Ding. Und die Kanone. Und mehr ist da nicht. Schade, schade, schade. Gut. Jetzt haben wir hier eine kleine Hütte stehen. Und jetzt gucken wir nochmal in die Baumenüs.
Tools, Mining. Die Laserpick braucht Lasersaw. Braucht Aluminium, 10 Stück. Ich hab nun mal nur 8. Rifle. Ich hab sie ja schon, auch wenn die hier blau ist. Was mich ein bisschen wundert. Ja, wir können nichts machen ohne das blöde Aluminium. Brustplatte braucht Aluminium. Jetpack, gut, ja, haben wir eins. Macht keinen Sinn, eins zu bauen. Selbst eine Kiste braucht Aluminium. Was ich zusätzlich noch gelernt habe. Ist, dass ich vielleicht auch darauf achten sollte, wie der Hintergrund ist, denn hier war schon mal Eis und also leider auch nur Eis. Das kann ich natürlich mit Tab den Modus wechseln. Dann kann ich diese Hintergrundwände abbauen. Und im Hintergrundbild halt dann Aluminium wäre, dann hätte ich Aluminium gehabt. War natürlich nicht. Und ich komme auch nur vom Rand heran, was das Ganze nochmal stark erschwert. Ansonsten habe ich viele der fliegenden kleinen Inselchen mir schon angeguckt und überall hier, wie dort unten, da, na kommt schon, wie da, so Lampen in den Berg gesetzt, um das einmal komplett auszuleuchten, um sehen zu können, na, eigentlich noch wohl irgendwo Aluminium im Berg. Dabei habe ich 2 gefunden tatsächlich, 2 ganze Aluminiumblöcke, richtig stolz auf mich. Platz, ich muss da durch. Ich habe auch mal einfach ein bisschen gerade ausgebuddelt. Auch nicht so hilfreich gewesen. Na, ja, da ist auch nichts drin. Komm, einmal da hoch. Guck von der Seite mal in den Berg rein. Mhm. Hier ist auch nichts, dann buddeln wir uns hier mal kurz ein. Den Fall auch wieder von oben. Gucken, ob in der Mitte von dem Berg noch Aluminium ist. Jetzt gehe ich doch mit euch Aluminium suchen, aber es hilft ja nichts. Wir kommen im Spiel aktuell nicht weiter ohne Aluminium. Das ist bei Starbound ganz anders gewesen. Da hat man eigentlich die erste sehr gut gefunden, die man brauchte. Beziehungsweise ich fand, man konnte schneller upgraden. Vielleicht sogar zu schnell. Ganz klar. Zu schnell. Hier ist es mir ein bisschen zu langsam gerade. Ich muss nicht unbedingt 24 Stunden unter der Erde sitzen und Zeug abbauen. Nee. Auch kein Aluminium zu sehen. Kein Aluminium. Leer. Seht, das bringt nichts, drauf zu halten. Trifft nur noch öfter nicht. Jetzt ist es ganz leer. Ja, zum nächsten Hügel. Die Suche nach Aluminium weitermachen. Graben uns auch mal hier ein. Na, eingraben nicht. Blümchen setzen. Licht. Sieht immer noch so bescheuert aus. Keine coole neue Rüstung, nix. Alles braucht Aluminium. Ich hoffe ja, dass wenn ich die ersten Sachen gebaut habe, sich automatisch neue Sachen freischalten und ich viel schneller abbauen kann, damit die Suche nach Aluminium vereinfacht wird. Ich fürchte allerdings, dass das nicht so ist. Und dann wird dieses Spiel nicht mehr viele Folgen haben, wenn es nicht nur darum geht, dass ich Aluminium suchen muss. Denn das ist für mich kein befriedigendes Spielziel. Auch wenn Aluminium bestimmt ganz tolles Zeug ist. Ist ja auch so leicht, das Metall, ne? Hilft mir nur hier jetzt ungemein nicht. Überhaupt nicht.
Und es ist bestimmt auch nicht spannend zu sehen, wie jemand nach Aluminium sucht, was er nicht findet. Über Folgen, viele Folgen hinweg, nicht findet. Und ich habe ja noch zwei, drei andere Spiele liegen. Kann ich eigentlich direkt mal erzählen. Wir machen ja jetzt eh gerade nichts Sinnvolles. Ich habe hier noch ein Dark Out liegen. Das wollte ich erst als erstes spielen. Sieht dem hier jetzt nicht so unähnlich, aber es ist viel, viel finsterer. Keine Ahnung, ob das in YouTube überhaupt anständig funktioniert, wenn das Bild quasi die meiste Zeit schwarz ist. Also, ob man davon was hat, wenn man es guckt. Deswegen ist es auch noch nicht zu dem Spiel geworden, was ich das erste spiele. Auch da habe ich noch überhaupt nicht reingekommen. Ah, Monster. Piu. Komm her. Hier habe ich dich schon noch. Ich sehe schon, du erwischst eher mich als ich dich. Bleib hier. Jetzt habe ich dich schon angeschossen, jetzt will ich dich auch kaputt machen. Genau, da bin ich. Ihr seid so blöd. Hier sieht man auch Biomasse im Berg. Aber die kann ich jetzt hier nicht abbauen. Nicht jetzt Sprengstoff oder so, was es bestimmt nicht gibt. Weil hier kein Ansatz ist. Also ich kann nur am Rand den Laser ansetzen und hier ist halt kein Rand. Blöd. So. Yay! Research Data. Kampffolge draus. Auch besser als die Suche nach nicht vorhandenem Aluminium. Nicht, wenn es so voll wird. So nicht, meine Herren. So nicht. Geht wieder in die Ecke. Genau, schön da in die Ecke. Kann ich euch abknallen. Ganz in Ruhe. Wenn das draufhalten nichts bringt. Ich denke, ich habe es zu Genüge bewiesen. Ich treffe mich dann einfach nicht. Gut, ich treffe auch so nicht. Wieder ein paar Forschungsdaten mehr. Und wir suchen das Aluminium. Ach, der kann ein Schutzschild aufbauen. Das sah gerade richtig da aus, oder? Ui. Ordentlich Protolief. Ja, die Hardened Shells kann man auch als Aluminiumersatz ein paar Rezepten benutzen. Und sie farmen sich gerade auf jeden Fall einfacher als Aluminium selber. Gehen wir mal wieder raus. Bisschen Tageslicht. Der hat ordentlich Protoveins dabei. Aluminium, da unten ist Uranium. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Das kann ja nicht schaden. Und dann würde ich da oben gerne nochmal hin. Ihr seht ja da oben rechts, links die fliegenden Teile. Vielleicht ist da oben in den Hügelchen Aluminium drin. Es ist wieder Nacht. Dass da instant Pflanzen reinspawnen. Ziemlich krass. Ich habe das vordere Uranium gerade abgebaut und jetzt, wie man sieht, baue ich das hintere Uranium ab. Und da ist nochmal quasi genauso viel zu holen. Das heißt, an der Oberfläche abbauen gibt doppelte Ressourcen, weil man nämlich auch die Hintergründe abbauen kann. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier hochgeflogen kriege. Das sieht doch gut aus. Dann leuchten wir das auch direkt.
Na komm, Licht. Da ist kein Aluminium drin. Hallo. Kleines Glühwürmchen. Und tschüss. Nein, damit wart ihr jetzt nicht gemeint. So, ja genau. Hier könnte ich halt noch mit dem Laser noch mehr... Was war es denn? Biomasse? Ja. Biomasse abbauen, wenn ich sie denn benötige. Aber auch kein Aluminium. Der schon wieder. So einer schon wieder. Die kommen wohl nachts raus, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ja, aus diesen Dingern halt auch, aus diesen komischen Spawnern. Sind der einzig aggressive Gegner im Hochland, Protoland, in dem Startgebiet rund um den Master Bla Dings, wo ich gestartet bin. So, das hilft mir nicht, ich brauche Aluminium. Ich baue jetzt erstmal nichts anderes mehr ab, bis auf Aluminium. Und hier sehe ich keins. Dann buddeln wir uns kurz in die Erde. Und auf der Suche nach Aluminium. Nochmal die Fackeln ausgeben, bevor ich genug Aluminium habe, um irgendwas anderes zu machen. Erschreckend. Und ich brauche, glaube ich, 40 Stück oder so. Ich glaube, ich gucke zwischen den Folgen mal, ob ich die mir irgendwie erkreativen kann. Denn sonst macht das Spiel bald keinen Sinn mehr. Aua, aua, lass das. Auch nicht. Dann versuchen wir es hier. Hallo Aluminium. Hallo Aluminium. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Da ist wieder Biomasse, die ich auch mit dem Rechtsklick rausholen könnte, wenn ich denn wollen würde. Aber kein Aluminium. Oh nein, es geht wieder viel zu weit nach unten. Es geht wieder viel zu weit nach unten. Ah. Ich glaube, ich buddel mich mal hier in den Berg. Irgendwann komme ich auf das Level, wo es tödlich wird. Vielleicht sollte ich am Rand dieses Levels mal nach Aluminium suchen. Sonst hier noch ein bisschen weiter runter arbeiten. Dann macht das, was ich gerade mache, keinen Sinn. Dann machen wir es nämlich genau andersrum. Falls ich nämlich wieder zurück muss. Habe ich jetzt hier eine Plattform, auf der ich kurz zwischenlanden kann. Dann machen wir hier einen gewollten Abstieg. Wir hoffen, dass wir wieder irgendwo drauf knallen und von da aus weiter gewollt absteigen können. Habe ich erwähnt, dass ich Aluminium brauche? Oh, es nervt. Es nervt tierisch, kein Aluminium zu finden. So. Und abwärts. Okay, da ist mal schon wieder ein Explosion-Gedöns drin. Hier unten haben wir bestimmt ganz viel tolles Aluminium. Na komm, ich sterbe jetzt eh. Das Biomasse. Self-Destruct. Noch 7 Rods. Dann würde ich das Ding gerne auffüllen. Claim Items. Ich habe doch hier diese Rods. Rods. Kann ich die nicht hier reintun? Doch. Ha! Wieder 10. Das heißt 10 mal sterben und hier respawnen. Sehr schön. Gut. Dann versuchen wir in der nächsten Folge mal auf dieses Excavation, dieses doofe Level da, dieses, wo ich sterbe, da uns vorzuarbeiten hin. Und wenn das auch nichts ist, dann mal schauen, wie es weitergeht mit Space of Edge, Edge of Space. Bis zum nächsten Mal.